Also, wo liegen denn die Schwierigkeiten in der Praxis? Die Schwierigkeiten, ich habe gestern von dem Weg, der zum Ende von Dukkha führt, gesprochen. Sila, Samadhi, Panya. Panya ist sicherlich kein einfaches Ding, das wir entwickeln müssen. Es ist nicht so einfach. Vielleicht habt ihr mit, das ist ein, habt ihr mitgekriegt, dass das wirklich ein Hinterfragen ist. Es ist zwar ähnlich unserem Denken, unserem Nachdenken, ne, aber es ist mehr ein Hinterfragen. Und es ist etwas, was neu ist. Weil wenn wir nachdenken, wenn wir über was nachdenken, wenn wir über unsere Probleme in der Welt nachdenken, dann kommen wir immer zu irgendwelchen Lösungen, aber das sind ja alles weltliche Lösungen. Wir kommen ja dann immer zu Schlussfolgerungen, die wir für rationell und logisch halten, und dann damit hören wir auf. Das ist aber nicht, wenn wir über das Dhamma nachdenken oder wenn wir über das Dhamma reflektieren. Da müssen wir nämlich zu Einsichten kommen, die es in der Welt quasi noch nicht gibt. Also können wir uns nicht darauf verlassen, dass die Antwort logisch ist oder dass sie reasonable ist oder einleuchtend ist oder dass wir die schon mal gehört haben, sondern wir müssen eigentlich in jedem Fall, wenn wir diese Untersuchung machen, zu einer neuen Einsicht kommen. Eine Einsicht, die wir noch nicht kennen. Und dann müssen wir halt den ganzen Krusch, der da in unserem Herzen gefangen ist oder in unserem Kopf steckt, na, einfach mal hinterfragen. Was auch immer kommt, hinterfragen. Was heißt das eigentlich? Was ist das eigentlich? Und das ist natürlich nicht der normale Weg. Das ist nicht unser normales Denken. Unser normales Denken ist, zu einer logischen Schlussfolgerung zu kommen, zu einer plausiblen Schlussfolgerung zu kommen. Und dann ist für uns die Sache ja auch gegessen oder verstanden, ne? Aber wir müssen aufgrund von Weisheit müssen wir nicht nur zum Verständnis gelangen, sondern wir müssen ja zur Weisheit selber gelangen. Zu etwas, was weiß. Das zieht sich immer wieder. Egal, ob das normal ist, zieht sich immer wieder zurück auf das, was weiß. Auf das, was beobachtet. Auf das, was bewusst ist. Es ist nicht. Ja, genau. Ja, nicht so bequem, ne? Das Dhamma erfordert eine gewisse Form von Respekt. Und wenn dann so ein Dhamma-Vortrag von Thanachar Mahapur mal 2 Stunden lang ging, dann man konnte sich nicht bewegen. Ne? Saß man da und Schmerzen, Schmerzen, Schmerzen. Aber er hat uns meistens nicht sehr lange gequält. Er hat von Pumann hat er dann erzählt, ne, das waren 4 Stunden teilweise. Und dann teilweise, dann, wenn man sich dann wirklich einlässt auf den Dhammafluss, dann vergehen halt die 4 Stunden ganz schnell. Aber dann, wenn man ankämpft, ne, dann 4 Stunden sind eine lange Zeit. Und dann war man natürlich auch, das war dann immer so gerade am Abend und am Abend, wenn die Abenddämmerung einsetzt, dann setzen natürlich auch die Moskitos ein und die suchen sich natürlich das rohe Fleisch dann sehr gerne, ne? Aus. Und dann stach es die ganze Zeit da und wir saßen da und dann mussten schön lauschen. Man kann jetzt nicht da irgendwo ständig kratzen oder umdrehen und so weiter. Geht ja nicht. Das ist dann einfach aus Respekt vor ihm oder aus Respekt vor dem Dhamma. Der Weg der Weisheit, das ist nicht einfach. Und ich hoffe, ich habe das euch ein bisschen verständlich gemacht. Ne? Was wir brauchen, wenn jeder von uns, ne, der ein bisschen Aspiration hat, der ein bisschen Verlangen hat, im Dhamma ein bisschen weiterzukommen, der wünscht sich ja irgendwann mal, dass er auf die Stufe des Stromeintrittes gelangt.
ist er nämlich schon mal sicher. Sicher, dass er, egal wann, ne, sicher, dass er ins Nibbana kommt und sicher, dass er dann nicht mehr da runter muss. Und wir haben heute Nachmittag, haben ja so die ersten drei Fesseln angesprochen. Und wenn man sich überlegt, die erste Fessel, die ist ja im Grunde genommen, wenn man ein bisschen plausibel, logisch nachdenkt, ist das ja nicht so schwer zu verstehen. Kann man verstehen, dass Karma Ursache und Wirkung ist. Und wenn man eine Ursache, wenn man etwas Schlechtes tut, dass das schlechte Ergebnisse hat, und wenn man Gutes tut, dass das gute Ergebnisse hat, gut. Dass es Himmel und Hölle gibt, daran müssen wir uns gewöhnen. Dass es Wesen, dass es mehr Wesen in der Hölle gibt, ne, als hier auf der menschlichen Ebene, das dürfte uns wahrscheinlich klar sein. Dass es Himmel auch wahrscheinlich ziemlich mehr Wesen gibt als hier auf der Erde, das als Menschen, das ist auch ziemlich klar. Es gibt natürlich sehr viele Tiere. Also jede Form von Insekt ist ja ein Tier. Es gibt sehr viele Tiere, relativ wenige Menschen, es gibt sehr viele Geister, hungrige Geister und viele, viele Wesen in der Hölle. Das ist einfach eine Tatsache, wo man sagen kann, selbst wenn wir es nicht sehen können, das wird wohl so stimmen. Weil wir haben alle irgendwo, wenn wir in unser Herz schauen, haben wir so eine gewisse Erfahrung, da wollen wir nicht hin und da wollen wir hin. Ne? Wir wollen nicht in die Hölle, da graust uns davor. Und es kommt ja nicht nur einfach, weil unsere Eltern uns da Angst gemacht haben. Wenn wir da keinen Bezug dazu hätten, wenn die Hölle wirklich nicht existieren würde, und dann sprechen die Menschen von einem Platz, ne, und sagen, der ist ganz schrecklich. Ja, dann wird man sagen, ja, okay, das ist ganz schrecklich, aber was hat er mit mir zu tun? Aber wenn sie vom Platz sprechen, den wir aus tiefer Erfahrung im Grunde genommen schon kennen, dann kriegen wir natürlich Angst. Ne? Oder wenn sie vom Platz sprechen, ne, den wir auch aus tiefer Erfahrung kennen und der uns sehr viel Glück verspricht, ne, wie der Himmel, ne, dann wollen wir da auch gerne hin. Ne? Wenn uns von jemand vom Land sagt, nur das ist schöner und so weiter, dann muss er nicht unbedingt, dass wir dahin müssen, ne? Oder hinwollen, oder dass wir das überhaupt glauben. Nein, das ist alles, steckt alles in unserer Erfahrung drin. Wir sind so häufig geboren worden. Millionen oder Milliarden oder Billiarden. Ich weiß es nicht, ich habe es nicht ausgerechnet. Als Lungta Mahapur gesagt hat, wenn ich durch meine ganzen Leben durchgehe und nur die Knochen von meinem Leben da auf Thailand ausbreiten würde, wäre kein freier Platz mehr. Und das heißt sehr, sehr viele Leben. Nur die Knochen. Das ist die erste Fessel. Ne? Dann gehört natürlich auch wieder Geburt dazu. Dass wir immer und immer wieder geboren werden. Normalerweise im Westen wird er als die Fessel des Zweifels bezeichnet. Aber was dahinter steckt, ist das, was ich euch gesagt habe. Das ist das Himmel, wenn Tanaja Mahabhor das die erste Fessel erklärt, immer Himmel und Hölle, Kammer. Wiedergeburt ist was durchgängig ist in Asien und braucht es nicht zu erwähnen. Das ist den Klarer. Das ist aber uns im Westen noch nicht klar. Dass es Wiedergeburt gibt. Aber was wiedergeboren wird, ne? Wir denken, wenn wir sagen, die Seele wird wiedergeboren. Was wird wiedergeboren? Das ist das Karma. Das ist das Einzige, was wiedergeboren wird. Und das ist Karma, ist das, was wir anhäufen. Das gute Karma und das schlechte Karma. Und das kreiert im Grunde genommen diesen Körper. So wie ich das gestern so erzählt habe, da in einer der Sutten von Mahabharata Buddha steht es ja ganz schön, ganz klar drin. Ne? Der Körper wird ja durch das Karma kreiert. Ein Körper, der ein langes Leben hat, ne, wird durch das Karma kreiert. Ein Körper, der schön ist, wird durch das Karma kreiert. Und das Karma, das zur Schönheit führt, ist diese Hingabe an andere und diese Selbstlosigkeit. Selbstlosigkeit in körperlicher Form oder auch in anderer Form.
Oder diese ständige Lügen führt zu dem Karma, dass man aus dem Maul stinkt. Ja. Solche Sachen, es steht alles drin. Ne? Wenn wir uns das vergegenwärtigen, ne? Es ist nicht so, dass wir als diese Person, als Martin oder als Günther oder Monika oder Helen wiedergeboren werden, sondern das Karma, die Summe des Karmas wird wiedergeboren. Von allen unseren guten Taten und von allen unseren schlechten Taten. Weil wenn es da wirklich eine Persönlichkeit gäbe, die immer wieder geboren wird, naja, was ist das, ne? Würden wir immer wieder in derselben Form erscheinen. Ne? Und das ist nicht. Dem ist nicht so. Karma ist das, was wiedergeboren wird. Und was, jetzt müssen wir uns überlegen, was ist das Karma? Wie wirkt sich das aus? Das ist das, was unseren Charakter bildet. Was unsere Eigenschaften bilden. Ob wir jetzt nun fleißig sind oder faul sind, ist auch eine Form von Karma. Sind wir fleißig in diesem Leben, dann wird sich diese Form von Karma, dass wir fleißig im nächsten Leben sind, weiter fortführen. Fangen wir an und radieren diese Form von Karma aus, ne, in diesem Leben. Wir sind fleißig und sagen, ne, jetzt habe ich ja eigentlich genug Geld und legen uns auf die faule Haut. Ne. Ja, im nächsten Leben werden wir faul sein. Da ist von dem Fleiß nichts mehr da. Sind wir großzügig, und das ist was man sehr häufig sehen kann. Sind wir großzügig, dann werden wir reich werden. Ne? Und was passiert mit den Reichen heute? Die werden geizig. Anstatt dass sie großzügig bleiben. Je reicher sie sind, umso geiziger werden sie. Ja, und dann passiert doch genau das Gegenteil. Wenn die ihren Reichtum nicht weitergeben, die Großzügigkeit nicht weiterentwickeln, dann im nächsten Leben werden sie bettelarm sein. Wenn wir nicht sagen, ja, in diesem Leben war ich reich, im nächsten Leben werde ich auch wieder reich sein. Nächster. Geht nicht so. So läuft es nicht ab. Oder in diesem Leben war ich Frau, im nächsten Leben werde ich auch Frau sein. So läuft es auch nicht ab. Das ist auch eine Form von Karma. Die Frau, wenn man als Frau wiedergeboren wird, hat man eine bestimmte Art von Karma abzutragen. Oder hat man auch genauso Vorteile. Wenn man als Mann wiedergeboren wird, hat man eine gewisse Form von Karma abzutragen. Oder hat auch gewisse Vorteile. Und das hat alles beides, es hat Vor- und Nachteile, Frau zu sein oder Mann zu sein. Ne? Hat aber auch beides Nachteile. Ne? Und dann müssen wir aber da auch dazu stehen und können dann nicht plötzlich dann, wie in der Frauenbewegung, dann also für andere Rechte kämpfen. Ne? Das ist dann auch wieder sich gegen unser Karma wehren, ne, das wir haben. Das heißt nicht, dass wir unterdrückt werden müssen, das ist was anderes. Ne? Was Recht ist, ist Recht. Ne? Aber was unsere Rolle ist, ist auch unsere Rolle. Das ist eine Form von Karma. Oder dann diejenigen, die gerade vor allem in Asien, die sich dann umwandeln lassen vom Mann, vom Männlein zu Weiblein. Und das ist ja auch eine Form, sich nicht mit dem Karma, ja, nicht, sich nicht mit dem Karma zufrieden zu geben, das Karma ändern zu wollen. Ne? So wie der Dieb, ne, sich nicht mit dem Karma zufrieden gibt, dass er arm ist, sondern sich den Reichtum der anderen unter den Nagel reißt. Sei das jetzt auf die normale Weise des Stehlen oder des Betrügens. Ne? Das ist ja immer, wir hadern ja ständig mit unserem, was muss man so schön sagen, als Schicksal. Und unser Schicksal ist nichts anderes als unser Karma. Und das zu akzeptieren, das wirklich, da wirklich sagen, ja, ne, ich kann mich zwar nicht mehr erinnern, dass ich das gemacht habe, aber das ist einfach so, dass es wieder zu mir zurückkommt. Denn was auch immer ich getan habe, das wird zu mir zurückkommen. Sei das Gutes oder Böses, sei das Gutes oder Schlechtes. Ne? Das muss auf mich zurückkommen. Und wenn ich etwas nicht gemacht habe, dann kommt es auch nicht zu mir zurück. Und man kann sagen, auch wenn man im Angesicht eines Schicksalsschlages steht, das kann man nur sagen, es gibt nichts Unfaireres, weil wir das in dem Moment als unfair empfinden. Aber trotzdem so gerecht, es gibt nichts Gerechteres als das Karma. Das schlägt nur da ein, wo
wo es erwirkt worden ist. Das kann man auch leider nicht auf andere Leute übertragen. Sagen, du trägst das Schärflein für mich. Nein, das geht nicht. Was wir natürlich machen können, unser Gutes können wir mit anderen Menschen teilen. Genauso wie wenn wir in die Arbeit gehen und Geld verdienen, das können wir da auch mit jedem teilen, mit dem wir das wollen. Ne? Aber unsere Arbeitslosigkeit können wir nicht mit den Menschen teilen. Ne? Oder unsere Schulden, ich glaube nicht, dass da irgendjemand unsere Schulden mit uns teilt. Ne? Also, das geht schon. Und das heißt dann Verdienste, ne? Verdienste übertragen. Natürlich kann ich natürlich bei den Verdiensten übertragen, wenn man das verstehen will. Ne? Das können nur dann Menschen empfangen, wenn wir die Verdienste mit den anderen Wesen teilen. Ne? Das können nur Wesen mit uns teilen, die irgendwie eine Verbindung mit uns haben. Also wer am meisten mit uns teilen kann, das sind natürlich unsere Eltern, weil die am meisten für uns getan haben. Aber dann auch unsere Geschwister oder Partner oder Freunde und so weiter. Freunde und Verwandten. Und dann natürlich die ganzen Wesen, die wir in früheren Leben kennengelernt haben oder mit denen wir Partner oder verheiratet oder was auch immer, welche Beziehungen wir auch immer gehabt haben. Die können alle davon profitieren. Aber natürlich sind es immer die nächsten Verwandten in diesem Leben, die am meisten davon profitieren können. So, das ist so im Grunde genommen diese erste Fessel, wenn man mit der hartet, ne, dann kommt man nicht weiter. Die zweite Fessel ist im Grunde ganz einfach, das ist auch eine der Säulen des Pfades, der zum Ende des Dukkhas führt, das ist die Sila. Einhalten der fünf Tugendregeln. So erklärt es Tanaja Mahapo. Die einzuhalten und nicht einzuhalten ist genau diese Fessel. Heute passt mir nicht in Kram, heute will ich über die Stränge schlagen, sagen, morgen halte ich sie aber wieder ein. Das ist dieses ständige Fummeln an der Wunde der Sila. Halten wir von heute an die Tugendregeln ein, dann ist das keine Fessel mehr. Dann ist diese Fessel die erste Fessel, wenn wir ein bisschen reflektieren und nachdenken darüber, über die Wahrheit, dann müsste das eigentlich auch kein Thema mehr sein. So, dann ist die dritte Fessel. Das ist da, wo der Knackpunkt ist. Für die meisten von uns. Dass wir den Körper als uns sehen. Ich bin der Körper. Ohne Körper kann ich mich nicht vorstellen. Ne? Wir reagieren über den Körper, wir sprechen an auf den Körper, wir identifizieren uns ständig mit diesem Körper. Und das ist die Fessel. Und solange wir diese Fessel haben, können wir auch nicht in den Strom eintreten. Wir müssen verstehen, dass der Körper und das Chitta, ne, zwei verschiedene Dinge sind. So wie wir verstehen, dass das Auto ohne den Autofahrer nicht fährt. Der Autofahrer und das Auto gehören zusammen, damit das beide sich bewegt. Aber steigt der Autofahrer aus, dann kann das Auto nichts tun. Steigt das Chitta aus dem Körper aus, dann ist der Körper so, wie er in dem Moment, wie er verlassen worden ist. Das ist genau das nichts anderes als ein Auto. Aber da wir in diesem Auto geboren worden sind und in diesem Auto sterben, ist natürlich die Identifikation oder kommt uns nicht mal die Idee, da auszusteigen. Wir sehen das, ne? Du wirst in diesem Auto geboren, ja, und dann siehst du das doch ganz klar als dein Teil von dir. Wir werden in diesem Körper geboren. Und dann müssen wir doch das zwangsläufig, und weil jeder um uns herum auch so denkt, zwangsläufig das als Identifikation annehmen. Das ist mein Körper, ne? Und wehe, du tust mir was, ne? Dann bin ich böse. Das ist ein Körper. Der Körper, das bin ich nicht, das gehört mir nicht, dies ist nicht mein Selbst. Ich kann doch den Körper beobachten. Dann kann doch der Körper nicht ich sein. Ich kann die Hand bewegen, ich kann aber auch das Buch bewegen. Das Buch bezeichne ich nicht als ich, aber die Hand bezeichne ich als ich. Weil sie da festhängt,
kann sie auch abschlagen. Dann bezeichne ich es aber immer noch als meine Hand. Warum? Oder mein Arm, oder mein Bein, oder mein Körper, oder das, meine Haare. Ne? Warum identifiziere ich mich damit? Ne? Das ist ein Objekt, ne? Das ist wie wenn sich der Autofahrer da mit seinem Auto identifiziert. Ne? Vielleicht hat er vergessen, wo die Tür ist. Ne? Kann er nicht mehr, kommt er nicht mehr aus der Tür raus. Und dann denkt er, ne, der, ja. Und dann, wenn das Auto natürlich kaputt geht, ne, dann denkt er, er geht auch dabei kaputt. Ne? Ist doch nichts anderes. Jeder von euch fährt ein Auto. Ne? Weißt du, wenn der Autofahrer nicht im Auto sitzt, dann tut das Auto auch nicht von alleine was. Aber wir denken halt immer, dass der Körper was von alleine was tut. Ne? Tut aber nichts. Also solange er leben ist, deswegen nenne ich das biologische Roboter, der atmet und das Herz schlägt. Mehr tut's nicht. Ne? Wenn du den kleinen Finger bewegst, ne, dann muss das Chitter. Dann muss der Autofahrer was sagen. Ne? Dann muss entweder aufs Gaspedal oder Bremspedal oder die Kupplung oder den Gang einlegen oder das Steuerrad, ne, und so weiter und so fort. Den kleinen Finger bewegen, ne? Jede Form von Bewegung kommt vom Chitter. Und das ist nichts anderes als der Programmierer dieses Körpers, der die ersten 16 Jahre lang da hinten saß und die ganzen Programme für den Körper geschrieben hat. Weil alleine die Koordination der Muskeln beim Sprechen oder beim Gehen, ne, das muss erstmal gelernt werden, das muss antrainiert werden, das muss einprogrammiert werden. Geht ja nicht von alleine, wissen Sie, haben wir eine gewisse Zeit gebraucht, ne? Und das so. Ja, das Denken auch nur mit diesem Gehirn, ne? Sind ja nur ausgelagerte Gedanken. Die Erinnerungen sind ja auch nur ausgelagert. Ausgelagert aus dem Chitta, ne? Für das Leben. Was alles ausgelagert werden, das muss umfunktioniert werden, sodass das Gehirn denken kann, ne? Und weil wir das automatisch machen, dann denkt man ja, das gehört so, das gehört uns, ne? Das ist ja schon von Geburt an, ne? Vielleicht kommt ja noch die Zeit, wo jeder von uns einen Haushaltsroboter hat, ne? Und dann sehen wir das vielleicht noch klarer, ne? Da laufen nur Programme ab. Ne? Derjenige, der dahinter sitzt, ne? Ist derjenige, der programmiert, der verantwortlich ist, ne? Das Auto ist nicht verantwortlich, wenn es einen Unfall macht, oder? Der Fahrer ist verantwortlich. Und das ist genau, das ist das Chitta. Und das ist das, was wir bei der dritten Fessel noch verstehen müssen. Dass das Chitta und der Körper nicht ein und dasselbe ist. Das Chitta selber hat nichts mit dem Körper zu tun. Das bewohnt den Körper. Ne? Und bestimmt den Körper. Das ist das Einzige. Es sagt Arm ausstrecken und dann strecken wir den Arm aus. Es sagt blinzeln und dann blinzeln wir. Es sagt gähnen und dann gähnen wir. Es sagt müde und dann sind wir müde. Ne? Andere sagen, dann sind wir wach, dann sind wir wach. Ne? Das ist etwas, was wir verstehen müssen. Ne? Das ist etwas, was nicht nur durch Reflexion kommen kann, sondern das ist etwas, was wir sehen müssen mit den Augen. Ne? Dass der Körper nicht das ist. Ne? Wie ist sie nicht der Körper? Ne? Schauen wir jedes Mal in den Spiegel schauen. Ne? Was sehen wir denn da eigentlich? Haut, Knochen? Dann nehmen wir doch die Haut mal weg. Ne? Was ist da drunter? Rohes, blutiges Fleisch. Dann ist es schon nicht mehr so schön. Versuchen wir mal die ganze Haut abzuziehen und dann auszustopfen. Dann haben wir schon eher das Gefühl, das ist ein Körper. Ziehen wir aber die Haut ab, ne, und lassen die Haut weg, ne, und schauen nur das rohe Fleisch an, dann nehmen wir, das ist aber nicht das, was ich mir gewünscht habe. Ne?
Ja, vor 40 Jahren, da war ja Glatze noch nicht so in, ne? Heute, beides, die Männlein und die Weiblein, scheren sich ja die Haare, ne? Hat man dann für unmöglich gefunden, damals, ne? Heutzutage ist das ja auch wieder eine gewisse Mode geworden. Aber sonst ja Haare, ne? Wie viel kämpfen mit den Haaren, ne? Wie viel kämpfen mit unserem Aussehen? Warum verwendet man Make-up? Das ist ein schönes Wort, ne? Wofür macht man, was vertuscht man? Make-up heißt ja, was vertuschen, ne? Make-up for what? Was vertuscht man damit, ne? Was wollen wir vertuschen, ne? Das Altern. Oder die Unschönheiten. Und das ist nicht nur mit dem Make-up, ne? Das ist ja mit der Kleidung dasselbe, ne? Mit den Haaren dasselbe. Und das zeigt doch irgendwo unsere große Identifikation mit dem Körper, ne? Das ist doch das genau, ne? Wenn wir jetzt diese Haut, ne? Wenn wir diese Haut abnehmen, ne? Und voll ganz, ne? Und dann stopft man sie mit Scheiße vor, ne? Dann ist sie schön warm. Ja. Und solange wir das nicht wissen, dass da Scheiße drin ist, denkt man, das ist was Wunderschönes. Wo kommen nur die ganzen Gestänke? Ja, wenn sie nicht aus dem Inneren des Körpers rauskommen. Wir sprechen dann so schön von Ausdunstungen. Ne? Die stinken aber ganz erheblich. Ne? Wo kommt das alles her? Wenn das nicht aus dem Inneren dieser Haut kommt oder dieses Hautsackes kommt, kommt doch alles her. Und was haben wir davon? Wie viel Freude haben wir davon am Tag? Wie viel Freude macht uns der Körper? Hat er uns überhaupt schon mal Freude gemacht? Seitdem wir geboren sind. Ständig muss er ins Bett gelegt werden, dann muss er wieder ernährt werden, und dann muss er trainiert werden, ja. Manche machen dann Joggen, ne? Die müssen den Körper trainieren, fit halten. Ne? Andere spielen Tennis oder spielen Golf oder was auch immer. Oder Racquetball oder wie die Dinge alles ja auch heißen, ich weiß es ja nicht. Ne? Andere fahren Fahrrad, ne? Dann andere gehen Bergsteigen oder Skifahren. Also irgendwie. Einfach um den Körper fit zu halten, dass er eben nicht so schnell ja, ungelenkig wird. Weil ein ungelenkiger Körper, der macht uns ja auch keinen Spaß. Ne? Da zieht es, dann zieht es dort und dann zieht es da. Und dann. Und im Alter kriegt man das alles mit. Ne? Ja, und wo bringt uns Vergnügen? Wann bringt uns mal 5 Minuten Vergnügen? Wenn wir Hunger gestillt haben. Ne? Oder wenn wir etwas geschmeckt haben. Es geht nur. Und dann kommt er, wenn er das mal wirklich untersucht. Fragt euch doch wirklich mal, ne? Stellt euch doch das mal wirklich so plastisch vor, ne? Diese Haut, ne? Angefüllt mit irgendwas, ne? Und wo ist das Vergnügen? Wenn dieser Körper nicht uns diese 6 Sinne bieten würde, dann würde niemand diesen Körper, würde eine große Müllhalde liegen mit all diesen Körpern, ne? Die Sinne des Sehens, ne? Die Sinne des Hörens, des Riechens. Ne? Wie viele Leute gehen in Duft auf, ne? Die sehen eine Blume. Ah, riecht gut, ne? Und da kommen doch die schönen, angenehmen Gefühle hoch, ne? Wenn man die Ausdunstung des Körpers riecht, dann gehen wir gleich unter die Dusche. Das wollen wir nämlich nicht riechen, ne? Was da aus dem Inneren des Körpers rauskommt. Wollen wir nicht sehen und wollen wir nicht riechen. Ne? Aber das Riechen, die Blumen, ne? Das ist ja einer der Sinne. Ne? Sehen. Wir wollen so viele gerne sehen. Ne? Und wenn wir das Dorf lange genug angeschaut haben, dann wollen wir uns das nächste Dorf anschauen. Wenn wir uns das Land oder diesen Teil, diese Provinz lange genug anschauen, wollen wir in die Südsee oder wo auch immer hin. Oder nach Indien oder wohin. Ne? Und überall gibt es Menschen. Wo auch immer wir hingehen, gibt es Menschen, gibt es Bäume, gibt es Häuser, gibt es Essen.
schaut nur ein bisschen anders aus. Ne? Und wir unterscheiden uns von einem anderen Menschen auch ganz, ganz wenig. Ne? Der eine hat ein bisschen längere Haare, kurze Haare, der eine hat schwarze Haare, der andere blonde Haare. Ne? Körpergröße ist relativ, ja. Darum geht's, ne? Sonst wird niemand diese 50 Kilogramm von rohem Fleisch mit sich schleppen. Schau doch mal in den Inneren des Darms, was ist denn da drin? Das ist das gute Essen, das wir heute Morgen, ne? Jetzt ist noch nicht im Darm, aber gerade eben geht's im Darm, ne? Noch ist es im Magen zum Teil, ne? Und wenn wir uns sagen, jetzt gehen wir mit unseren inneren Augen dahin und schauen uns das Essen im Magen an. Ne? Würden wir das nochmal gerne essen wollen? Nein, natürlich nicht. Wir sind nämlich nur interessiert da, was da auf der Zunge da ab sich geht. Ne? Oder manche essen auch mit den Augen, ne? Da muss es ja schön angerichtet sein. Ne? Ja, ist doch so, oder? Ist auch für den Sinn. Auge, ne? Schön. Schmecken, hören, riechen. Und dann kommen natürlich noch Tasten. Ne? Ja, auch sehr wichtig. Ne? Wie hieß das da? Früher gab es mal so was, unsere tagtägliche Umarmung oder sowas. Ja, sowas in dem Sinne. Ne? Oder die Berührung. Ne? Ist auch ganz wichtig für uns. Würde euch komisch vorkommen, wenn ihr mal eine Woche versucht, jegliche Form von Berührung zu vermeiden. Den einen Freunde, die umarmt man, ne? Den Partner umarmt man. Warum? Und das alles mal zu hinterfragen. Ne? Das ist das, wo wir vermeinen, dass es uns irgendwelche Freude bringt. Den einen umarmen und von dem anderen, da fühlen wir uns wohl, und der andere umarmen uns und da fühlen wir, da ekelt es uns. Komisch. Ne? Also kann es doch nicht an der Umarmung liegen, ne? Mit dem einen sprechen wir und dann fühlen wir uns wohl und mit dem anderen sprechen wir und dann kommt uns die Galle hoch. Kann doch auch nicht an der Sprache liegen. Ne? Mit dem einen seine Stimme hören wir, ne? Und dem anderen seine Stimme und dann passiert genau das Negative. Ne? Das eine ist Positive. Also kann es doch auch nicht an den Sinnen liegen. Ne? Denn es sind doch die Sinne nicht, die da entscheiden, ob das angenehm ist oder unangenehm. Das eine Mal ist es angenehm und das andere ist mal unangenehm. Und selber, wenn wir mit den Augen was sehen, ne? Oder mit den Ohren was hören, oder auch auf der Zunge. Ne? Der eine ist das, was wir absolut abscheulich finden, und der ist das mit dem größten Genuss. Und bei uns ruft es nur Ekel hervor. Und dann essen wir was wir absolut herrlich finden, und der andere denkt, was sind das für ein Zeugs? Also wo wird denn die Entscheidung getroffen? Das hängt doch nicht, dass die Sinne sind auch neutral. Das ist doch nur einfach eine Sinneswahrnehmung. Ob das nun Hören ist oder Sehen, Riechen, Schmecken, Fühlen, Tasten oder Denken. Das ist ja nur eine Sinneswahrnehmung. Wer entscheidet, was gut ist und was nicht gut ist? Und wenn das so ist, dass die Sinne selber nichts Positives oder Negatives sind, wo ist das denn Ganze dann zu finden? Kann doch nur alles im Chitta sein. Brauchst ein kleines Spielzeug. Ne? Und in das Spielzeug kann es nicht funktionieren. Ne? Ohne diese fünf Kantas. Ne?
Das müssen wir mal kapieren. Wir müssen das verstehen. Und da müssen wir halt dann immer wieder untersuchen. Ne? Wenn wir ins Bad gehen und uns den Spiegel anschauen, dann immer wieder schauen, na, wer ist denn das? Ne? Was hat der mit mir zu tun? Ne? Aber wir gehen natürlich ins Bad am Morgen und schauen, ah, heute schaut schlecht aus. Ne? Richtig, richtig veraltet oder müde und so weiter. Und am nächsten Tag gehen wir rein, ah, heute schaut es gut aus. Und was hat das damit zu tun? Ne? Was gut oder was schlecht ausschaut, das ist ja nur in unserem Chitta. Ne? Das ist ja nicht das Gesicht. Ne? Sind nicht gut drauf, ne? Und dann schaut natürlich die ganze Welt schlecht aus. Ne? Und wir vor allem. Schaut doch das mal an, was da in eurem Leben passiert. Schaut es doch euch an, wenn ihr in den Spiegel geht, ne? Wenn ihr ins Bad geht und in den Spiegel schaut, welche Gedanken kommen hoch? Wenn ihr eine Dusche nehmt, ne? Euch duscht, ne? Was Gedanken? Ne? Was für Gedanken kommen hoch? Welche Gefühle kommen hoch? Und was hat es mit dem Chitta? Wie weit ist es mit dem Chitta verwandt? Wer ist es, der das weiß? Ne? Weiß das Gesicht, dass es gut ausschaut? Wer sagt denn das euch? Heute schaue ich aber wieder gut aus oder heute schaue ich schrecklich aus. Ne? Und sagt denn, wer sagt denn euch, dass er, sagt der Körper euch, er muss das Kleid heute anziehen oder das Kleid heute anziehen? Ne? Oder sagen die Augen das? Oder sagt der Mund das? Wer sagt das? Ne? Wer ist das da? Wer ist denn das, wer über euch da bestimmt? Ne? Das ist dasselbe wie der Autofahrer. Ne? Der sagt, dass jetzt geht es links, dann geht es links. Ne? Jetzt geht es rechts, dann geht es rechts. Ne? Das Auto sagt nicht von alleine, es will rechts. Das ist überhaupt kein Wunsch. Ne? Das ist einfach nur ein Mittel, das ist einfach nur ein Vehikel. Und dasselbe ist es mit dem Körper. Das ist einfach nur ein Vehikel. Vehikel, um unsere Gier und unsere Lust und unsere Gier und unseren Hass zu befriedigen. Ne? Nichts anderes. Dann bin ich mit. So wie Leute da ihren, was weiß ich, ihr Handy da haben und das ständig da rum. Kriegt auch nichts mehr mit. Ne? Ist einfach auch nur. Das sehen wir, ne? Und in unserem Alter, wenn wir das sehen, dann denken wir, das ist aber komisch. Ne? Wie können die glücklich sein? Ne? Und das ständig da texten oder wie auch immer das heißt. Ne? Da auf ihrem Telefon rumhacken. Die haben ja jeglichen Kontakt zur Welt verloren. Ne? Können ja mit den anderen gar nicht mehr kommunizieren. Ne? Sitzen wahrscheinlich im Kaffee und texten sich gegenseitig. Und das ist gar nicht so weit hergeholt, ne? Weil sie gar nicht mehr kommunizieren können, ne? Weil sie es verloren haben. Ja, und so haben wir es verloren, den Bezug zum Körper, wir haben die Realität verloren, den Bezug zum Körper. Ne? Und den müssen wir finden, ne? Und den müssen wir feststellen. Ne? Das bin ich nicht, ne? Der Körper, das bin ich nicht, ne? Weil wenn nämlich der Körper weg ist, ne, dann ist da immer noch was da. Und das, was da ist, ist das, was den Körper aussucht und den Körper herumkommandiert. Das ist nicht der Körper, der herumkommandiert, ne? Der Körper weiß auch nicht, was Hunger ist, ne? Der kennt einfach nur den Prozess, ne? Der läuft einen Prozess ab. Und wenn da das Chitta nicht, wer sagt, na, wenn ich jetzt nicht was esse, dann sterbe ich. Den Körper interessiert es nicht, ob er stirbt. Aber uns interessiert es. Ne? Das ist nämlich unser Spielzeug. Und so wie wir klein waren, wollten wir auch nicht, dass die anderen mit unserem Spielzeug spielen. Und dann müssen wir uns halt hinsetzen. Ne? Und dann müssen wir halt tagtäglich darüber reflektieren, ne? um diese zwei Dinge trennen zu können. Das ist alles, was wir machen müssen. Ne? Diese Trennung, ne? Dass das Chitta wirklich dahinter steht, ne? Das ist der Autofahrer. Ne? Der Körper selber will nichts. Der verlangt nach nichts. Ne? Das Chitta muss sich um den Körper kümmern, dass es lange lebt. Ne? Dass der Körper lange da ist. Da ist, oder lange anhält.
Und dann, da müssen wir halt dran. Ne? Und das ist die Schwierigkeit. Ne? Da kann man davor Angst haben, das zu untersuchen. Und das muss man halt immer wieder, ne? Immer wieder drüber reflektieren. Ne? Der Körper, das bin ich nicht. Ne? Der Körper weiß nicht, dass der Körper ist. Die Augen wissen nicht, dass sie Augen sind. Nase weiß nicht, dass sie Nase sind. Die Nase weiß auch nicht, dass sie riechen kann. Die Ohren wissen auch nicht, dass sie hören können. Ne? Wer weiß das denn? Ne? Wer ist denn das, was essentiell ist? Ne? Wer bewegt denn die Hand? Wer bewegt den Körper? Weiß der Körper, was Schmerzen sind? Nein, kennt er nicht. Der kennt nur Funktionieren. Das ist das Einzige, was er kennt. Seinem Prinzip, dem Prinzip des Körpers entsprechend funktioniert er. Und wenn er am Ende ist, dann ist er halt am Ende. Dann gibt er auf. Zerreißt er. Und das Chit ist genau das, was weiß. Und dann setzt man sich halt in der Meditation hin und dann tut man halt alle seine Körperteile hin. Vor sich schön auflegen. Diejenigen, die strukturiert sind, die strukturieren das. Da sind die Füße und da ist der Kopf. Die chaotisch sind, die schmeißen alles auf einen Haufen. Ja, ist ja egal. Ne? Hauptsache, dass wir es sehen, ne? Wenn wir das in der Meditation machen, dass wenn das Körperteil da ist, dann ist es da und dann ist es nicht mehr da. Ne? Aber zum Schluss sitzt da noch was, wenn der ganze Körper draußen ist. Und wenn man diese Übung häufig macht, ne? Gibt es auch in einer der Sutten, ist die auch angeführt, und zwar spricht der erhabene Buddha da vom Wagen. Wenn man den Wagen in seine Einzelteile zerlegt, wo ist da der Wagen? Gibt es keinen Wagen. Es existieren da nur Planken, Schrauben und so weiter. Und wenn man die falsch zusammensetzt, ist das auch kein Wagen. Man muss sie in der richtigen Art und Weise zusammensetzen, dass es einen Wagen gibt. Und genauso ist es beim Körper, ne? Es gibt gewisse Körperteile, wenn man die alle rauslegt, wo ist der Körper? Gibt es keinen Körper? Gibt es einen Finger? Gibt es einen Fußnagel? Dann gibt es das und das, je detaillierter ihr das macht. Ja? Aber es gibt keinen Körper. Ne? Und was ist dann, wenn der ganze Körper da draußen liegt oder alle Körperteile da draußen liegen, strukturiert oder nicht strukturiert? Na, was sitzt dann da noch auf dem Kissen? Das ist genau das Chitta. Ne? Und in dem Moment, wenn man diese Übung häufig macht, ne, kann es sein, dass es dann irgendwann mal bricht. Ne? Wo man ganz klar sieht, aha, das sind zwei verschiedene Dinge. Und dann muss man das halt so häufig machen, bis das wirklich eindringt. Ne? Und das ist dann so die dritte Fessel. Da realisiert man dann. Aber die meisten von uns wollen halt da gar nicht ran. Wer will denn schon seinen Körper analysieren? Wir wollen doch alle wissen, wir wollen doch alle ins Bad gehen und schauen, ah, ich schaue so schön. Ich fühle mich gleich um 10 Jahre jünger. Jetzt habe ich meditiert, jetzt habe ich am Wochenende meditiert, jetzt bin ich um 10 Jahre jünger. Ne? Und dann schaue ich gleich mal auf der Straße nach, ne? Wer interessiert sich denn noch für mich? Das ist doch unser Aushängeschild, der Körper, oder? Ist das so? Dann verkaufen wir. Als Arbeitstier. Um Geld zu bekommen. Oder als Denkmaschine. Ist doch wurscht. Wenn man es auf einen Nenner bringt, ist es immer Prostitution. Wir verkaufen das, was wir haben. Ne? Den Körper oder den Geist, also den Verstand, verkaufen wir. Ne? Damit wir was in Return bekommen. Exchange oder wie heißt das? Austausch, ne? Warenaustausch. Ja, und das Einzige, was wir hier haben auf der Welt, ist der Körper.
Und das steht, da kann niemand sehen, das weiß niemand, was das ist, ne? Ja, das ist so ziemlich die brutale Realität. Ne? Das mal zu begreifen, ne? Jetzt vielleicht am Anfang ist es schockierend, ne? Aber in dem Moment, wo wir uns dasselbe überlegen, wo wir jeden einzelnen Teil unseres Körpers mal ein bisschen zerlegen oder ein bisschen mal anschauen und ein bisschen mal untersuchen, dann müssen wir eigentlich im Grunde genommen zur selben Schlussfolgerung kommen. Tja, und mehr brauchen wir eigentlich nicht, ne? Das sind die ersten drei Fesseln, und da wird wahrscheinlich, also für manche ist die Fessel von Hölle und Himmel oder von Karma oder Wiedergeburt eine schwierige, für andere ist die Einhaltung der Tugendregel der schwierige, aber für alle ist die der Körper der schwierigste, ne? Das wird die schwierigste Fessel sein, ne? Diese Trennung, ne? Diese Trennung zu finden. Ne? Also wenn ihr nächstes Mal in euer Auto steigt, dann überlegt euch mal, ne? Das ist wie der Körper, ne? Das Chitta geht in das Auto rein, ne? Und dann fährt's, ne? Wenn es wieder aussteigt, dann bleibt es wieder stehen. Ne? Und wenn das Chitta unruhig ist, dann ist der Körper unruhig, ne? Dann kann ich sagen, natürlich, der Körper ist unruhig, ne? Nein, das Chitta ist unruhig. Wenn das Chitta nämlich vollkommen im Samadhi ist, ne, dann kannst du den Körper hacken, zerhacken, zerhackstücken. Ne? Das interessiert niemand. Das interessiert das Chitta nicht. Aber sobald das Chitta da ist, dann interessiert es natürlich. Nein, das ist mein Körper, den zerhackst du nicht. Ne? Der tut nämlich keinen Mucks. Ne? Und wenn der in Samadhi ist für 7 Tage, dann tut er keinen Mucks, ne? Der bewegt sich kein Stückchen, ne? Der sitzt da, so wenn er ins tiefe Samadhi eingetaucht ist, und dann sitzt er 7 Tage lang so da, ne? Bis er wieder auftaucht, ne? Und dann bewegt er sich wieder. Und das sieht man natürlich ganz klar, ne? Und das kann er auch schon im Upacara Samadhi, dann ist nämlich der Körper auch, gibt er nämlich auch nicht mehr nach, ne? Dann geht es nämlich, dann haben wir uns nämlich vom Körper schon ein bisschen abgewandt. Ne? Und dann geht es alles nur um Erfahrung, ne? Geistige Erfahrung. Und dann sitzt er plötzlich auch ganz ruhig da, ne? Ohne Schmerzen, ohne alles. Kommen wir wieder aus dem Upacara Samadhi raus, und dann kommen die Schmerzen wieder. Ne? Da kann man das feststellen. Ne? Das wird wahrscheinlich kein Weg daran vorbeiführen, dass man dann irgendwann mal uns so weit anstrengen, dass wir in diese Samadhi kommen. In das tiefe Samadhi. Und alles, was wir dafür brauchen, ist halt einfach ein bisschen Entschlossenheit und Durchhaltevermögen. Und das können wir jetzt gleich wieder ausprobieren. Hat auch eine gute Wendung gefunden, ne?